Der Titel hat mir gut gefallen. Rich Piana versus Dave Jumbo Palumbo at NPC Nationals 1999. Und Rich erzählt hier über seinen Crazy Cycle, den der gefahren hat 1999 bei den NPC Nationals. Let's go von, das wird bestimmt interessant. Rest in Peace Rich an der Stelle. Legende. I'm going to talk about the craziest regimen I've ever done in my life. Basically, it was between the time I won the California overall to the time I was competing in the USA's and I placed seventh. Also USA-Meisterschaft wurde der Siebter. In a year, I put on approximately 48 pounds of muscle. Der hat über 20 Kilo Muskelmasse in einem Jahr dazu gegeben, Junge, krank. I weighed 231 on stage at the California and I think I weighed... It was, I believe it was 287 at the USA's. Krass. On stage. And I placed seventh, so, you know, I couldn't have been in that bad of shape. But it was just an incredible amount of size that I had put on. And ich schwör's dir, ich auch. Nicht jeden Tag, weil ich da kein Geld hatte, aber da Rich Piana immer vom Schlafen einen ganzen Ben & Jerry gefressen hat, dachte ich, ich muss es auch tun. Ja, und hatte immer so zwei, dreimal die Woche gab es ein Ben Jerry's oder so ein Fake Ben Jerry vom Lidl, Alter. Immer. Dazu ein Proteinshake, weiß ich noch ganz genau, Alter. Da war ich da, 19, 20, irgendwie so. I did everything I could that year, as far as winning that show. Everything I did from the minute I woke up to the minute I went to bed was about winning that contest. Obviously, I didn't win, I got seventh. And that was kind of what... My fire burned out after that show because I had put so much into it and did everything I could. But let's cut to the chase here. Basically, I was eating 12 solid meals a day. 12 Mahlzeiten am Tag hat er gefressen? Was? I was eating every hour and a half to 2 hours. Typical meal was 2 chicken breasts, 8 egg whites. And einfach 2 chicken breasts. Einfach 2 ganze Chickenbrüste. Ja, Freunde, wir sind jetzt, ich aktualisiere hier die ganze Zeit. Wir brauchen noch 15 Abos. 15 Abos, Freunde. And, haben wir 100.000 voll. Was ist denn, Junge? 2 to 3 cups of rice per meal. Eating that 12 times a day. I was training twice a day. I was doing cardio twice a day. And when I wasn't training or doing cardio, I was taking a nap. Junge, krank. Der hat also wirklich sein gesamtes Leben dem Sport gewidmet. Komplett. Klingt nach so einer Prep von damals, von Ronnie oder Markus Rühl, ne? Alle 1,5 Stunden essen, 2-mal am Tag trainieren, Cardio noch 1-2 Mal, das ist krank. Sleep 4 to 5 times a day, you know, 1 to 3 hours each time. That's what I did, because I felt that was the best possible scenario to put on the most amount of muscle humanly possible, was to break up my sleep so I could eat more, train more, do more cardio. Drug-wise, I was taking... Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wir zu seinem Stack, den er damals gefahren hat. Das wird interessant. Nicht Instagram, YouTube. 2 IUs of growth. Seine Form, bevor er mit Synthol angefangen hat und bevor er keine... Werden wir gleich sehen. Ich fand seine Form unnormal. Werdet ihr gleich sehen. Der war ein brutaler Athlet. Every vor den Tätowierungen und vor dem Syntholmissbrauch. Hour and a half to 2 hours. So... Oh, warte mal, nochmal. Taking 2 IUs of growth. Every hour... 2 Einheiten HGH alle 1,5 Stunden? Alle 1,5 bis 2 Stunden, was? So, this was 15 years ago, remember? So, this was back 15 years ago and this is how ahead of time I was, as I was taking growth every hour and a half to 2 hours. Alle 1,5 bis 2 Stunden einfach 2 Einheiten Wachs höre ich zum allerersten Mal. Danke, Vivi. Throughout the day. You know, and tried to take it on an empty stomach. It's kind of hard when you eat 12 times a day. But I was taking, you know, approximately 20 IUs of growth a day, as far as 20 Einheiten Wachstumshormone am Tag, Junge. Das ist schon, das ist krass. My steroid cycle, you know, back then, I was taking 2 grams of test, probably 600 to 800 milligrams of Tren. Täglich oder wöchentlich? 2 Gramm Test, okay, was für täglich, Alter. Wöchentlich. 2 Gramm Test, 600 bis 800 Milligramm Tren. Ist bei Heavyweights tatsächlich sogar heute noch üblich. Probably 600 milligrams of Primo? Equipoise. Nee.
Equipoise ist Boldenon, 600 Milligramm Bolde noch. I was taking 300 milligrams of injectable Anadrol a week. Anadrol injekt noch, Alter, 300 Milligramm, Digga. And the 20 I use of growth. And for me, that's probably the craziest I've gotten. Das ist schon mal zwei, Junge, warte mal, ich will mal kurz was ausrechnen. Ihr wisst, Mathe ist bei mir Müll. Der hat am Tag, hat er sich 285 Milligramm Testosteron geknallt. Das nehmen die meisten in der Woche, Alter. Der hat es am Tag genommen. Dann Tren, Bolde, Anadrol Inject, 20 Einheiten Wachs, das ist auf jeden Fall. Das ist ein ordentlicher Steak, Digga. Wahnsinn. I was growing daily and, natürlich wächst du da von Tag zu Tag, Alter, aber wachsen auch natürlich andere Sachen mit. Und die Nebenwirkungen will ich nicht wissen. Ich will nicht wissen, wie du dich bei so einer Dosierung und so einem Gewicht fühlen musst. Wohlbefinden und alles ist, glaube ich, komplett Kernschrott. The amount of muscle I put on my body was insane. And that was a time where I noticed I had a little... Alles fit, Johannes. Ich hoffe bei dir auch, Junge. A bit of stomach growth going on. When I looked at the pictures from the Cal to the USA, you know, my belly button had became herniated. Also, der Bauch ist auch ordentlich mitgewachsen, ne? Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links für meine Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit dem Video. And I noticed my stomach kept protruding a little bit in 1 year. And that's when I kind of told myself, like, what am I doing? Heute noch 12 Abos. You know, what am I doing? I'm just doing crazy shit to try to win this contest. And I didn't even win. I got 7th place. I didn't even get a trophy. You know, and I probably spent about 15 grand, you know, on that contest, and I had nothing to show for it, nothing. Ja, du ballerst dich komplett zu bis oben hin, hast kein Leben, trainierst zweimal am Tag, fixst deine Gesundheit und dann wirst du am Ende Siebter auf so einer Show. Da macht man sich natürlich Gedanken, ne? Wie und was passiert jetzt weiter? So that was kind of the eye-opener for me, that, you know, maybe this bodybuilding thing ain't all what it's, you know, cut out to be. You know, I started to open my eyes. But anyway, a lot of people ask me what my craziest cycle was, and that was my craziest year. Of just doing whatever it took to win that show, and you know. Ich glaube tatsächlich auch, ja, wenn du das jetzt so ansprichst, Sick Frozen. Ich glaube, da waren auch andere Substanzen im Spiel bei ihm, Drogen. So könnte ich mir vorstellen, ja, dass da auch ein bisschen Schnee mal durch den Dyson gezogen worden ist. Könnte sein. 20. Plus der Stoff und alles. Ich will nichts Falsches sagen, aber könnte ich mir bei ihm irgendwie vorstellen. Yeah, I use the growth. Hey, 15 years ago, some pretty crazy shit. So, und jetzt gucken wir uns den Rich an damals. Vor Synthol, vor Tätowierung. Das war ein unfassbar geiler Athlet. Ich schwör's euch. Der sah echt brutal aus. Zieht euch das jetzt mal rein. Das ist er. Soll nur einer sagen, Rich Piana war kein guter Bodybuilder. Ich verstehe nicht, warum man sich dann mit Synthol die komplette Form zunichte macht, wenn man so einen geilen Körper hat, Alter. Übel. Überleg mal, da wurde der gerade mal Siebter mit der Form. Was eine Conditioner. Wie der Latt auf einmal aufploppt, ne? Plapp. Guck mal her, der ist zu und auf einmal ist er auf einmal richtig krass da. Oh, boom. Geil. Time.
Sehr, sehr gutes Posing auch. Geile Präsentation, so ein Freak-Look, ne? Jetzt guckt euch mal das Line-Up an. Einfach auf so einer National-Show. Einfach auf so einer Nationalshow so ein krankes Line-Up. Das ist echt krass. Und da hat er den 7. gemacht. Einfach Haaland. Sah gerade so aus. Guck mal, wenn die Kamera von links nach rechts geht, einfach Haaland. Der Fußballer, Digga. Guck mal jetzt. Da ist er, Haaland. geil. Ja, Freunde, da haben wir uns jetzt den legendären 1999er Wettkampfstack von Rich Piana reingezogen. Und noch seinen brutalen Auftritt auf der Bühne, der ihm damals den 7. Platz gegeben hat, beschert hat. Rich ist ein krasser Typ gewesen. Rest in Peace an der Stelle. Ich denke mal, mit dem Syntolo, mit den Tätowierungen hat er einfach angefangen, um halt dieser Mutant zu sein, dieser Freak, ja. So sich anders von allen nochmal abzutrennen, äußerlich, damit das Ganze noch verrückter aussieht. Ich glaube, der hat es deswegen gemacht, ja. Meinst du, Rich, seinem Stack aber vegan würde sowas erreichen? Nie im Leben. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei OAs gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder OAs. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer dreimal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.